Ja, während hier gerade noch der Disclaimer durchläuft, vielleicht ein paar Worte zur optischen Gestaltung von Late Night with the Devil im Generellen. Der Film nutzt inhaltlich das Erzählschema des Found-Footage-Thrillers und spielt gleichzeitig auch noch während der 70er Jahre und innerhalb einer TV-Produktion. Das heißt, er versucht, das Bild eines schlechten Röhrenfernsehers zu imitieren mit all seinen chromatischen Aberrationen und unscharfen Einstellungen. Matten Farben und das Ganze ist im Postprozess entsprechend gestaltet worden. Noch dazu variiert das Bildformat zwischen 4 zu 3, 1,66 zu 1, 1,78 zu 1 und im späteren Verlauf auch mal mit 2,35 zu 1. Jetzt könnte man natürlich annehmen, dass eine 4K-Disc keinen Sinn macht, wenn ein Bild so stark verfremdet ist und auch bewusst oftmals so stark in die Unschärfe oder in Doppelkonturen getrieben wurde. Doch das ist vielleicht nicht so ganz richtig. Aufgenommen wurde das Ganze digital mit der Sony Venice-Kamera, die deutlich über 4K aufzeichnet. Nicht herauszufinden war offiziell, ob es ein 2K-DI oder ein 4K-DI ist. Vielleicht werden wir das noch rausfinden. Hier an der Stelle sieht man noch nicht viel mehr im Zoom an Auflösung. Nur, dass die HDR-Scheibe durch die SDR-Konvertierung auch ein kleines bisschen dunkler rüberkommt, was jetzt auf einem HDR-Display tatsächlich nicht der Fall ist. Da ist sie schön knackig und überhaupt nicht so dunkel. Tatsächlich zeichnet sie auf hellen Oberflächen besser durch als die Blu-ray, die hier an der Stelle immer mal wieder ein bisschen überstrahlt. Sie nimmt auch ein bisschen das Gelb raus, das sieht man hier ganz schön. Der Anzug ist wesentlich goldener als über die Blu-ray. Hier mal ein Bild, das streut die TV-Sendung so als Dokumentaraufnahme rein. Das ist aber auch bewusst schlecht gemacht, außerdem mit Wackelkamera aufgenommen. Dennoch kann man auch hier schon ein bisschen erahnen, dass in dem Material grundsätzlich mehr Auflösung steckt, was halt durch den Postprozess ein bisschen überlagert wurde. Hier mal ein kurzer Vergleich der Farben. Man sieht schön gleich bei der UHD Blu-ray, dass das Rot viel, viel kräftiger ist. Das sieht richtig schön samtig aus, das Samtpolster, auf dem der Dolch liegt. Die Farbauflösung ist auch besser, wenngleich das hier an der Stelle noch nicht so ultra gut zu sehen ist, weil es halt auch im Postprozess ein bisschen bearbeitet wurde, sodass man da so ein paar Doppelkonturen, Randartefakte hat. Wenn man hier mal reinzoomt auf die Schriften, dann werden die über die 4K UHD Blu-ray nicht immer klarer. Das ist in dem Fall beispielsweise so. Hier auf dem Display kann man tatsächlich, wenn man das auf entsprechend hoher Auflösung sich anschaut, beziehungsweise auf einem großen Display sich anschaut, sieht man tatsächlich eine Verbesserung der Schriften und der einzelnen Details von den Zahlen. Die Aufnahmen, die in Schwarz-Weiß gehalten sind, die meistens während der Pause der TV-Sendung stattfinden, sind eigentlich kaum verfremdet, das heißt, außer dass man die Farbe rausgenommen hat. Man sieht hier schon gut das wesentlich bessere Encoding der UHD Blu-ray, das digitale Rauschen, das Körnchen feiner rausarbeitet. Und hier kann man schon gleich deutlich sehen, obwohl das eine stark postprozessierte Szene ist, wo die Hand Doppelkonturen hat so ein bisschen und auch hinten das Pendel. Schaut mal auf die Haut und auf die feinen Härchen, die über die 4K UHD Blu-ray dann doch sichtbar schärfer und mit mehr Feinheiten in der Hautstruktur, der Hautoberfläche wiedergegeben werden. Kurzer Vergleich der Farben. Das Orange ist über die UHD Blu-ray dann doch sichtbar kräftiger, genauso wie der, naja, dunkelweinrote Wams, den der Kollege mit dem tollen Bart da hinten trägt. Hier ist die angesprochene Szene in 2,35 zu 1 zum Schluss. Da ist im Prinzip, kann man sehen, wie die Disc aussieht, wenn man kein Postprocessing gemacht hätte. Da liegt kaum Filter drauf. Und schön zu sehen, wie viel besser das Encoding der UHD Blu-ray gegenüber der Blu-ray ist, die viel feineres Rauschen auf den Oberflächen zulässt. So, und hier haben wir ein Bild, das stark postprozessiert wurde. Man hat starke Doppelkonturen, sieht man gleich, und chromatische Aberrationen an den Haaren. Aber man sieht tatsächlich an den Haaren von der Frau eine feinere Abstufung und auch bei dem silbernen Haar von dem Herrn vorne sieht man mehr. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass die 4K-Disc tatsächlich ein natives 4K-DI gehabt hat. Schauen wir uns ganz kurz die Tonspuren an, die im Prinzip fast identisch sind vom Pegel her.
sich auch sehr, sehr, sehr ähnlich anhören. Man sieht in dem Schrieb tatsächlich, dass die englische Tonspur, die rote, die untere, in den Spitzen während der actionreichen Szenen ein bisschen gekappt wirkt. Wenn man das weit auseinanderzieht, dann ist das gar nicht mehr so auffällig. Aber da ist die deutsche Tonspur, hat ein bisschen dynamischere Ausschläge noch nach oben. Dafür ist die englische Tonspur in der Stimmwiedergabe etwas dynamischer. Zwischen Flüstern und Schreien ist mehr Spielraum als bei der deutschen.